Wie sich diese fünf Elemente in dir verhalten, wird so ziemlich alles bestimmen. Als erstes müssen wir damit beginnen, die fünf Elemente zu reinigen. Wenn du die Elemente beherrschst, beherrschst du nicht nur den Körper, sondern auch das Denken und die Schöpfung selbst. Das Leben wird auf magische Weise geschehen. Dieser Körper, diese Erde, das Universum und der Kosmos, alle sind nur ein Spiel der fünf Elemente. Die Zusammensetzung des Körpers ist so, dass 72% von diesem Körper Wasser ist. Etwa 12% ist Erde, 6% ist Luft, 4% ist Feuer und der Rest ist Raum oder Akash. Wie sich diese fünf Elemente in dir verhalten, bestimmt so ziemlich alles. Bhuta bedeutet Element, Bhuta Shuddhi bedeutet, frei vom Makel der Elemente zu werden oder das Element zu reinigen. Es bedeutet, von der physischen Natur frei zu werden. Im Moment haben die physiologischen und psychologischen Prozesse die meisten Menschen völlig im Griff. Was wir als unsere Physiologie bezeichnen, ist etwas, das wir angesammelt haben. Das, was wir als unseren psychologischen Prozess bezeichnen, der gesamte Inhalt dafür ist ebenfalls in Form von Eindrücken angesammelt. Zwischen diesen beiden wird völlig übersehen, wer du bist oder was existenziell die Natur deines Wesens ist. Wenn jemand Zugang zu Dimensionen haben will, die noch nicht in der eigenen Erfahrung sind, ist das Erste, das wir tun müssen, zu beginnen, die fünf Elemente zu reinigen, sodass wir in der Reinheit der Elemente den Unterschied zwischen dem, was physisch ist, was psychologisch und was existenziell ist, klar erkennen. Among the five elements. Unter den fünf Elementen kommt dem Wasser die größte Bedeutung zu, da 72% von diesem Körper Wasser ist. Wenn wir dem Wasser, das wir konsumieren, genügend Aufmerksamkeit schenken, nicht nur im Hinblick auf seine Reinheit, dass es bakterienfrei ist und dergleichen, sondern auch darauf, wie das Wasser aufbewahrt wird, in welcher Art von Behälter man es aufbewahrt, wie man es aufbewahrt, wie man es berührt, wie man sich ihm nähert. Denn es gibt heute umfangreiche wissenschaftliche Beweise dafür, dass ein Gedanke, ein Gefühl, eine Berührung, diese Dinge die molekulare Struktur des Wassers verändern und das Verhalten des Wassers in unserem System stark beeinflussen können. Man muss also verstehen, dass man es nicht mit einer Ware zu tun hat. Man hat es mit einem Material zu tun, das Leben erschafft. Wasser ist Leben. Wenn du das Wasser in einem metallischen Gefäß aufbewahrst, vorzugsweise aus Kupfer oder einer Kupferlegierung, und wenn du es mit einer organischen Substanz wäschst und das Wasser an einem Ort aufbewahrst, an dem es nicht von anderen Gerüchen und anderen Substanzen berührt wird, an dem genügend Platz um es herum ist, und wenn du dich ihm näherst, wenn du dieses Gefäß einfach nur mit deinen Händen, mit einem gewissen Gefühl der Dankbarkeit und Ehrfurcht halten kannst, weil es sich um ein lebenserschaffendes Material handelt, und es dann zu dir nimmst, dann wirst du sehen, dass es in deinem System Wunder bewirken wird. Gesundheit und Ausgeglichenheit werden eine natürliche Folge davon sein. Wenn du wenigstens jeden Tag die Möglichkeit hast, dich für eine halbe Stunde in deinen Garten oder auf die Erde zu setzen, einfach um mit einem Freund zu reden, eine Zeitung zu lesen, zu telefonieren, was auch immer du tust, oder wenn du still sitzen kannst, ist das am besten. Wenn du nur eine halbe Stunde in deinem Garten auf dem Boden sitzt, wirst du sehen, dass sich deine gesundheitliche Situation dramatisch verändert. Ich spreche nur von Gesundheit, weil das eine greifbare Sache ist, die man sehen kann. Andere Dinge passieren, aber du bist vielleicht nicht in der Lage, sie zu bemerken. Viele andere Prozesse finden statt. Versuche also, dich so weit wie möglich auf dem Boden niederzulassen. Diejenigen von euch, die sehr instabile Körper haben, das heißt, wer dazu neigt, sehr leicht krank zu werden,
Und nun ständig diese Art von Dingen, wenn du einfach von deinem Bett herunterkommst und auf dem Boden schläfst, wirst du sehen, dass es einen großen Unterschied macht. Nur so viel, nur vielleicht 45 cm bist du entfernt. Komm nur 45 cm näher, du wirst sehen, es wird einen großen Unterschied in Bezug auf die Reorganisation des Systems machen. Obwohl die Luft nur 6% der elementaren Konstitution deines Körpers ausmacht, ist sie der dynamischste Teil des Elements, was die Transaktionen angeht, die von Minute zu Minute stattfinden. Welche Art von Luft man atmet, ist definitiv wichtig und das ist bekannt, aber wie man atmet und wie bewusst man atmet, ist ebenso wichtig. Vor allem diejenigen unter euch, die in Großstädten leben, sollten einen Spaziergang im Park, am See oder am Fluss machen oder was auch immer euch zugänglich ist. Etwas Natürliches, um in Kontakt mit der Natur zu sein und etwas zu tun, bei dem der Atem in einem dynamischen Zustand ist. Das gilt nicht nur für Aerobic-Übungen, denn ständig findet ein Luftaustausch von innen und außen statt. Und die Intelligenz des Körpers selbst sorgt dafür, dass er anders atmet, wenn er spürt, dass die Luft rein und lebendig ist. Wenn du dich also in reiner Luft aufhältst, ist es wichtig, dass du den Atem mit einer bestimmten Aktivität in einen dynamischen Zustand bringst. Du musst keine allzu kräftige Aktivität ausüben, sondern nur so viel, dass du merkst, dass du tief genug atmest, etwas tiefer als normal und das eine Zeit lang. Aber wenn du nicht in der Lage bist, dich täglich nach draußen zu begeben, kannst du innerhalb des Hauses eine einfache yogische Übung namens Nadi Shuddhi durchführen, um den Atem zu reinigen. Feuer macht 4% deines elementaren Aufbaus aus. Wenn du Feuer benutzen möchtest, kannst du ein Feuer mit einer organischen Substanz wie Stroh oder Brennholz anzünden, ohne Öl, und mit offenen Händen vor dem Feuer stehen und deine Augen 3 Minuten lang offen halten. Dann stelle dich mit dem Rücken zum Feuer und entblöße deine Wirbelsäule für 3 Minuten. Das wird deine Aura reinigen und ein Gefühl der Wiederbelebung im System hervorrufen. Damit soll das innere Feuer wieder entfacht und mit den äußeren Feuern verbunden werden. Dies ist die Grundlage für alle feuerbasierten Rituale im Osten. Wenn ein Feuer für dich nicht sehr praktikabel ist, kannst du wenigstens eine Lampe mit Pflanzenöl oder Ghee benutzen. Du zündest eine Lampe an und hältst dich in der Nähe dieser Lampe auf. Zuerst wendest du dich der Lampe zu und sitzt, dann drehst du dich um und sitzt, so dass das Feuerelement in dir neu entfacht wird. Die fünfte und expansivste Dimension der elementaren Zusammensetzung ist der Akash oder ätherische Raum. Dieser hat eine gewisse Intelligenz. Die Art, die Qualität und die Kraft deines Lebens wird im Wesentlichen davon bestimmt, wie viel Zugang du zur Akasha-Intelligenz finden kannst. Wie ich bereits gesagt habe, handelt es sich um einen expansiven Teil der elementaren Zusammensetzung. Das bedeutet, es gibt keine Grenze. Es gibt nur so viel Wasser, es gibt nur so viel Luft, so viel Erde und so viel Feuer. Aber die Akasha-Dimension ist eine grenzenlose Möglichkeit. Wenn du auf grenzenlose Weise Zugang findest, können sowohl deine Wahrnehmung als auch deine Intelligenz wachsen. Ein einfacher Prozess, den du machen kannst, um mehr Zugang zu Akasha oder der Akasha-Intelligenz zu finden, ist, nach Sonnenaufgang, bevor die Sonne einen Winkel von 30 Grad überquert, schau einmal in den Himmel und verneige dich vor Akasha dafür, dass er dich und diesen Planeten an seinem Platz hält. Wenn die Sonne 30 Grad überschritten hat, irgendwann im Laufe des Tages, schau nach oben und verneige dich wieder. Nach dem Sonnenuntergang, innerhalb von 40 Minuten nach Sonnenuntergang, schaue in den Himmel und verneige dich noch einmal. Du verbeugst dich nicht vor irgendwelchen imaginären Göttern da oben, nur vor dem ätherischen Raum um uns herum, der alles, was wir sind, an seinem Platz hält.
Wenn du den Akash dazu bringst, mit deinen Lebensenergien zusammenzuarbeiten, wird das Leben auf magische Weise geschehen. Eine Intelligenz, die du nie für möglich gehalten hättest, wird die deine werden. In Bezug auf Gesundheit, Wohlbefinden, Wahrnehmung, Wissen, alles, Erleuchtung. Alles wird geregelt, wenn man nur weiß, wie man diese fünf Elemente richtig hält. Die grundlegendste Praxis im yogischen System, die die Basis für alles andere ist, was wir tun, wird als Bhuta Shuddhi bezeichnet. Alle anderen yogischen Übungen sind ein Auszug aus dem Panchabhuta-System des Yoga. Wenn man ein gewisses Maß an Reinigung für die Elemente durchführt, erlangt man, was als Bhuta Siddhi bezeichnet wird. Was bedeutet, dass man Beherrschung über die Elemente hat. Wenn du Beherrschung über die Elemente hast, hast du nicht nur Beherrschung über den Körper, über das Denken, über die Schöpfung selbst. In the Grace of Yoga ist ein kraftvolles Kursprogramm mit Sadhguru, um dein System physisch und energetisch zu reinigen. Die Teilnehmer haben die seltene Gelegenheit, machtvolle Werkzeuge für die Reinigung der fünf Elemente zu erlernen. Man kann dies für das körperliche Wohlbefinden nutzen, für den weltlichen Erfolg. Gleichzeitig kann es auch ein großes Sprungbrett für die ultimative Befreiung sein.